Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deiner Jahreslegung für das Jahr 2023. Meine lieben Wassermänner, ihr könnt euch dieses Video anschauen, wenn ihr die Sonne, den Mond, den Aszendenten oder die Venus im Zeichen Wassermann stehen habt. Ansonsten gerne auch die anderen Zeichen schauen, wenn da was in Frage kommt in Bezug auf andere Zeichen aus deinem Horoskop. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was auf euch Wassermänner im Jahr 2023 so zukommt. Liebes Universum, für die Wassermänner im Jahr 2023, was haben wir hier für die Wassermänner im Jahr 2023, für die Wassermänner im Jahr 2023? So, in dieser Legung wird alles vorkommen, also querbeet. Wir lassen uns einfach leiten. Liebe, Beruf, Freunde, Familie, ganz egal. Ja, also alles, was eben rauskommen möchte, darf gerne rauskommen. Und das gebe ich dann auch an euch weiter. So, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier so zeigt für euch. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Ordnung machen. Später werde ich dann auch in verschiedene Orakelkarten schauen und das Ganze noch mal ein bisschen vertiefen. So, dann haben wir es jetzt. Dann schauen wir mal, was sich hier so zeigt für die Wassermänner. Okay, es könnte sein, dass du eine Zeit lang in diesem Jahr, was deine Ziele angeht, erstmal nicht wirklich siehst, wohin es jetzt geht. Ja, also dass du in Bezug auf deine Ziele das Gefühl hast, du weißt noch nicht so richtig, wo es hingehen soll und so weiter und so fort. Es könnte auch sein, dass stark etwas vom Finanziellen motiviert ist. Das könnte auch sein, das könnte vielleicht sein, dass du das Gefühl hast, da ist ein bisschen wenig oder irgendwie ein Mangelgefühl und etwas könnte aufgrund der Finanzen motiviert sein, ja, was deine Ziele angeht. Ja, und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es kann auch stark sein, dass das ein Jahr ist, wo du dich in einer Form zurückziehst und nicht aktiv auf Leute zugehst oder irgendwie aktiv etwas nach außen bringst, ja. Also die Ziele könnten in einer Form, könntest du vielleicht das Gefühl haben, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo es hingeht, oder da sind gerade keine Ziele, die ich so richtig ansteuere. Wir schauen mal weiter. Okay, interessant ist aber, dass ich hier im beruflichen Kontext tatsächlich was sehr Schönes habe. Also es könnte sehr gut sein, dass du in diesem Jahr, was das Berufliche angeht, mit jemandem dich zusammenschließt und ihr gemeinsam etwas macht. Das sehe ich hier. Weil ich sehe eine harmonische Verbindung. Also eine harmonische Verbindung im beruflichen Kontext könnte hier sehr gut eine Rolle spielen. Kreativität könnte sehr gut eine Rolle spielen. Ja, also ich sehe hier irgendwie anderen helfen, Mitgefühl für andere im beruflichen Kontext. Die Motivation ist hier eher darauf gepolt, anderen zu helfen oder eine Unterstützung zu sein. Und ich sehe hier sehr viel Harmonie und Frieden im beruflichen Bereich. Also hier ist kein Stress zu sehen oder sonstiges, sondern es sieht sehr angenehm aus. Und ich glaube auch, dass du eine Form von Wertschätzung bekommen wirst im beruflichen Kontext. Und tatsächlich sehe ich auch für einen kleinen Teil hier, dass ihr über den Beruf jemanden kennenlernt, in den ihr euch verliebt. Ja, also das ist auch eine Info, die ich gerade reinbekommen habe. Das ist aber nur für einen kleinen Teil, dass über den Beruf hier jemand in euer Leben kommt, für den ihr Gefühle entwickelt. Ja, also da sehe ich auf jeden Fall Liebe im Beruf. Das wird aber nur für einen kleinen Teil hier sein. Genau, aber generell sehe ich hier eher so das Thema Harmonie. Irgendwas ist sehr harmonisch. Und wenn du hier eben eine berufliche Partnerschaft eingehst, sehe ich, dass das Ganze sehr harmonisch abläuft. Es könnte auch sein, dass du hier jemanden, dass dir jemand über die Arbeit ans Herz wächst. Ja, also wenn es jetzt nicht unbedingt die Liebe ist, dann wächst dir hier jemand ans Herz. Also ich sehe, im beruflichen Kontext ist alles sehr harmonisch und angenehm. Jemand könnte dir hier ans Herz wachsen im beruflichen Feld. Okay, spannend. Im Alltag, genau. Im Alltag könntest du mit einer Person zu tun haben,
die dir irgendwie unter die Arme greift, die Königin der Stäbe. Das könnte hier vielleicht auch eine Arbeitskollegin sein, ein Feuerzeichen, ein Schütze, ein Löwe, ein Widder. Vielleicht ist das hier eine Person, mit der du dich sehr gut verstehen wirst. Das nehme ich hier wahr. Ansonsten sehe ich hier auch noch, dass jemand euch gesundheitlich unterstützen könnte. Also, dass ihr Hilfe bekommt von jemandem wie zum Beispiel einem Coach oder jemand, der euch coacht. Das kriege ich hier rein. Gesundheit könnte eben psychisch, emotional, körperlich, völlig egal. Aber jemand, der euch irgendwie coacht oder unter die Arme greift, das ist das, was ich hier wahrnehme. Ob du jetzt da etwas lernst im Bereich der Gesundheit, Ernährung oder ob dich jemand da unterstützt. Also wenn du zum Beispiel zu jemandem gehst, sowas wie Ernährungsberatung oder Gesundheitsberatung in irgendeiner Form, Heilpraktiker, was auch immer, dass dich hier jemand unterstützt, wenn da etwas ist. Ja, das nehme ich hier wahr. Aber ich sehe so im Alltag eine unterstützende Person oder jemand bei der Arbeit, der dich hier unterstützt. Okay, im familiären Kontext sehe ich hier eine große Transformation. Also einige werden hier umziehen. Ich sehe hier einen Umzug, aber es kann auch sein, dass sich etwas hier stark in der Familie verändert. Also in der Familienstruktur sehe ich hier sehr große Veränderungen. Genau, sehr große Veränderungen innerhalb der Familienstrukturen, eine große Transformation innerhalb der Familienstruktur, hier angezeigt durch den Tod. Etwas transformiert sich hier sehr, sehr stark. Ich glaube, dass irgendwie die, ich kriege jetzt auch so rein, dass die Personen innerhalb der Familie, dass sich da etwas verändert. Das kann zum Beispiel sein, dass sich einzelne Personen da stark verändern oder die Lebensumstände. Zum Beispiel könnte jemand heiraten, bringt dadurch jemanden mit in die Familie, bekommt Kinder, Partner, was auch immer, dass dadurch irgendwie die Familienstruktur sich verändert. Ich habe hier so beides drin, also irgendwie, dass Personen gehen und dass auch Personen kommen. Ja, also total spannend. Irgendwas geht hier und kommt hier innerhalb der Familienstruktur. Das ist tatsächlich so das, was ich reinbekomme. Also es kann auch sein, irgendwie vielleicht jemand aus der entfernten Verwandtschaft, wo du dann erfährst, dass jemand vielleicht auch von der Familie gegangen ist. Also das kriege ich hier tatsächlich auch rein. Es ist selten, dass ich solche Infos bekomme, aber das ist tatsächlich etwas, was hier stark durchkommt. Also ich bekomme tatsächlich rein, irgendjemand geht, irgendjemand kommt. Ja, also die Familie wird so umstrukturiert oder verändert sich. Und für sehr viele sehe ich hier das Thema Umzug. Also, dass ihr tatsächlich hier euren Wohnort ändert, eure Umgebung ändert. Also hier verändert sich was, Haus, Heim, Familie verändert sich hier komplett. Ja, komplette Transformation. Okay, ich sehe, dass du eine Lehre machen wirst. Du wirst irgendwas lernen. Ich sehe, dass du in deiner Freizeit hier sehr viel an Infos aufnehmen wirst. Sehr viel kommunizieren. Das kann was im kommunikativen Bereich sein. Ich sehe hier sogar, einige könnten etwas schreiben, sowas wie einen Blog machen oder ein Buch schreiben. Irgendwie sowas, vielleicht irgendwelche Beiträge immer mal wieder schreiben. Also ich sehe sowas, Texte werden immer wieder verfasst. Hier wird sehr viel mit Worten gearbeitet, also du wirst sehr viel mit Worten zu tun haben in diesem Jahr, wo du irgendwie Texte verfasst oder vielleicht liest du auch sehr viel, weil du dich in einem Bereich weiterbildest. Ja, also sehr viel Worte werden aufgenommen und weitergegeben. Da sehe ich, dass sehr viel Austausch stattfindet, ja, oder dass sehr viel Kommunikation stattfindet. Ich sehe, viel wird auf der Tastatur getippt. Also auch das könnte etwas hier stark sein. Etwas im kommunikativen Bereich, eine Weiterbildung oder eine Schulung. Sowas in diese Richtung nehme ich hier wahr. Okay, sehr interessant. Ich sehe, dass hier etwas heranwächst. Ja, dass hier etwas... okay, für einen Mini-Teil sehe ich auch eine Schwangerschaft tatsächlich auch. Es ist aber wirklich für einen Mini-Teil hier. Aber ich sehe irgendwie so, dass das Weltbild vergrößert wird oder dass das Weltbild verändert wird,
durch einen Zuwachs, ja, also durch irgendetwas, was hier wächst. Es kann auch stark sein, dass du generell gerade extrem in einem spirituellen Wachstum bist, also dass du dich extrem weiterentwickelst und dass du dadurch sehr viel an Sinnhaftigkeit erfährst, ja. Also, dass du das Gefühl hast, dein Weltbild erweitert sich, ja? Das kriege ich hier rein für euch. Euer Weltbild erweitert sich. Ich sehe auch, dass ihr durch eine Schulung oder etwas, das ihr lernt, extrem im Wachstum seid. Also, ihr bildet euch weiter auf allen möglichen Ebenen. Das kann kreativer Natur sein, das kann spiritueller Natur sein, religiöser, philosophischer, das bekomme ich so rein, diese Themen, die im Wachstum sind. Und dadurch entsteht extrem viel Reife. Also das ist nicht nur etwas, was du dir an Wissen aneignest, sondern es ist etwas, wo du innerlich auch reifst. Also es ist etwas sehr Reifes, etwas sehr Fortgeschrittenes und etwas, was du, ja, wo du wirklich extrem auch innerlich dadurch erfährst. Also du spürst, da ist ein Sinn, das macht Sinn, das ist für dich erfüllend, ja. Und tatsächlich sehe ich für einen kleinen Teil auch sowas wie eine Schwangerschaft oder ein Zuwachs eben. Es kann auch sein, vielleicht die Schwester oder der Bruder, jemand bekommt hier ein Kind. Ich sehe aber hier die weibliche Linie eher. Also es könnte sogar ein Mädchen sein. Ich kriege hier sehr stark das Weibliche rein. Es könnte jemand aus der weiblichen Linie eine weitere weibliche Person hier auf die Welt bringen, aber das ist dann eher eng. Also das ist irgendwie was Enges oder das ist irgendwie, diese Person ist dir eng. Das kann auch eine enge Freundin sein. Das bekomme ich so rein. Aber wirklich, das kommt mir hier bei euch sehr, sehr stark durch. Das ist interessant. Okay, schauen wir mal weiter. Okay, so, was haben wir hier? Jemand, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest oder mit dem du, den du schon lange kennst, also egal ob männlich oder weiblich, hier sehe ich kein bestimmtes Geschlecht, aber ich sehe langjährige Kontakte, die wichtig sein werden. Es könnte zum Beispiel sein, dass durch irgendwelche Lebensumstände eine langjährige Freundin, mit der du schon sehr lange keinen Kontakt mehr hattest, auf einmal in den Fokus für dich rückt. Also, dass du aus irgendeinem Grund diese Person näher in dein Leben holst. Ja, irgendwas Langjähriges oder was Altes, was Vergangenes. Jemand, wo ganz, ganz lange kein Kontakt da war. Manchmal ist es ja so im Leben, man hat irgendwie aus der Kindheit oder aus der Schulzeit oder wie auch immer Freunde und vielleicht hat man, wenn man das Glück hat, immer mal wieder Kontakt mit denen. Aber dann gibt es mal so Jahre, wo man sich kaum sieht. Ja, vielleicht einmal im Jahr oder man schreibt nur kurz Nachrichten. Und dann gibt es wieder so Phasen im Leben, wo gerade diese Person näher zu einem rücken, ja, wo man auf einmal mehr miteinander zu tun hat. Und das sehe ich hier. Also das sehe ich hier. Irgendjemand, den du schon lange kennst oder jemand, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest, rückt hier wieder in den Fokus. Also es wird auch sehr wichtig, dass du stabile Freundschaften aufbaust. Also dir wird es eher darum gehen, etwas in diesem Bereich zu festigen, als ständig irgendwie was Neues ins Feld zu bekommen. Es wird um Stabilität und Sicherheit im Freundeskreis gehen, in einer Gruppe, wo du dich bewegst. Also es wird um Stabilisierung gehen, statt um irgendwie Neues oder Abwechslung, sondern eher um das Thema Vertrauen, Stabilität, Sicherheit, irgendwie ein familiärer, enger Charakter und etwas sehr Verlässliches, was ich hier wahrnehme, ne? Also auch Verlässlichkeit wird sehr wichtig sein im Freundeskreis. Okay, interessant. Was ich hier reinbekomme ist, du wirst ein bisschen, was das Finanzielle anbelangt, ein bisschen Gas geben müssen. Ich sehe sogar hier für einen kleinen Teil, dass man sowas wie einen Nebenjob macht oder einen kleinen Zusatzjob oder dass man vielleicht mal Überstunden macht oder sowas. Ich kriege hier rein für das Finanzielle irgendwie sich einsetzen oder kämpfen. Es könnte auch sein, dass sowas kommt wie zum Beispiel Lohnerhöhung und du musst dafür dich besonders einsetzen oder für einen Bonus irgendwie dich besonders ins Zeug legen. Also das Finanzielle wird in diesem Jahr nicht einfach so, sage ich mal, dir von der Hand gehen und zack, da ist es alles, sondern es ist eher so dieses, ich muss was aktiv dafür tun oder ich muss mich dafür einsetzen oder ich muss Gas geben. Vielleicht ist das hier auch irgendwie aus einem Mangeldenken heraus, weil hier die 5 der Münzen beim ersten Haus oder beim Aszendenten habe ich hier irgendwie das Gefühl,
dass hier so ein Mangeldenken ist in Bezug auf den Selbstwert vielleicht auch oder auf die Ressourcen. Ich weiß gar nicht, ob das hier so unbedingt nötig ist. Also es könnte etwas sein, was dir auch in diesem Jahr besonders bewusst wird, dass du vielleicht aus einem Mangel heraus hier so hart arbeitest oder so viel tust. Vielleicht auch ein mangelnder Selbstwert, das könnte auch was sein, was ich hier reinbekomme. Also das könnte hier ein Thema sein, was dir vielleicht bewusst werden könnte. Weil ich sehe hier so ein bisschen so dieses Einsetzen für Finanzen, dafür kämpfen irgendwie. Ich weiß aber gar nicht, ob du das musst. Ja, das könnte hier so ein Glaubenssatz sein. Okay, schauen wir mal weiter. Oh, okay. Was ist das denn? Okay, interessant. Also bei euch Wassermännern nehme ich wahr, tatsächlich, dass in eurer Freizeit sehr viel an Intellektuellem da ist. Also es könnte ein Jahr sein, wo ihr zum Spaß etwas Neues lernt, euch weiterbildet, eine Fortbildung macht oder extrem viel liest. Also sehr viel an Literatur aufnimmt. Ich kriege so dieses klarer, scharfer Verstand rein. Ja, das ist so das Rasiermesser, scharfer Verstand kriege ich gerade rein. Also irgendwas scheint hier sehr über den Kopf zu laufen oder über die Gedanken. Sehr viele Informationen, die euch zufließen. Informationen, die ihr aufnehmt. Ja, das kriege ich so ein bisschen rein. Und ich kriege auch rein, dass eine Waage... du könntest mit jemandem, der Waage ist oder starke Platzierungen in der Waage hat, in der Freizeit vermehrt zu tun haben. Ja, das bekomme ich noch rein. Eine Waage, mit der du in der Freizeit sehr viel zu tun hast. Und Entscheidungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Entscheidungen sind wichtig. Entscheidungen treffen. Sich für etwas im kreativen Bereich entscheiden oder etwas Kreatives tun, was vielleicht aber auch mit Wissen zu tun hat. Also hier kriege ich ganz viel das Thema Schreiben rein. So wirklich, also so mit Worten lernen, schreiben, damit umzugehen, das kommt hier extrem stark durch. Du wirst dich dieses Jahr von etwas lösen, was dich im Geheimen oder im Unterbewussten, das war irgendwie wie versteckt, nehme ich hier wahr, emotional irgendwie belastet hat oder nicht belastet. Vielleicht, ich habe das Gefühl, das könnte eine Trennung sein oder ein Verlust, ein emotionaler Verlust, den ich hier reinbekomme, der irgendwie so wie verdrängt ist oder wie weggeschoben wird oder irgendwie nicht ganz bewusst ist. Und da kriege ich rein, dass das irgendwie verarbeitet wird über Stille, Meditation, Rückzug. Du könntest auch sowas wie eine Therapie machen, das kriege ich hier auch rein, wo du dich von gewissen Anteilen löst. Emotionale Trennungen, Belastungen. Und vielleicht hast du in der Kindheit irgendwie sowas erlebt, von Verlust oder von Trennung oder irgendwas... schmerzlich ist im emotionalen Bereich, wo du das Gefühl hast, da fehlt mir irgendwas. Das könnte hier so eine unterbewusste Prägung sein, die hier in diesem Jahr eine Rolle spielt, wo vielleicht auch die Spiritualität dir helfen wird, das Thema irgendwie zu spüren und dann auch loszulassen. Also ich sehe hier sehr unterbewusste Gefühle, die im Geheimen sind. Und die mit Verlust zu tun haben oder irgendwie mit Verlust tatsächlich. Mhm. Verlust, emotional irgendwas mangelt, ja, das könnte hier irgendwie eine Rolle spielen für dich. Okay, für einen Teil sehe ich hier, dass sowas wie ein Kredit oder ein Darlehen, irgendwie kommt das hier sehr oft vor. Ich weiß nicht, was hier los ist in diesen Legungen. Aber das kriege ich so rein. Irgendwas wie ein Kredit oder ein Darlehen könnte abbezahlt werden oder du nimmst eine kleine Summe auf. Also es könnte tatsächlich beides sein. Es könnte sein, dass du einen Teil abbezahlst und dann nimmst du was auf. Aber ich sehe hier keine große Summe.
ich sehe hier eine Kleinigkeit. Also ich sehe hier wirklich so eine kleine Summe, vielleicht irgendwas, was dich unterstützt, was dir helfen könnte. Du könntest auch hier Geld leihen oder eben verliehenes Geld zurückbekommen, aber ich kriege hier so eine kleinere Summe rein. Hier ist nichts Großes oder nichts Wildes. Ich habe aber das Gefühl, das ist unterstützend. Also hier bekomme ich finanzielle Unterstützung durch andere, sei es ein Kredit, Darlehen oder jemand, der dir was leiht. Und hier könnte was abbezahlt werden oder irgendwie was sehr unterstützend sein. Also ich nehme das positiv wahr. Ich nehme das hier nicht negativ wahr. Ne? Also deswegen, wenn es für dich positiv ist, dass du hier was abbezahlst, dann ist es das. Wenn es für dich positiv ist, dass du Unterstützung finanziell bekommst, dadurch, dass du dir was leihen kannst, dann ist es das. Ich nehme das hier positiv wahr. Das ist nichts Negatives. Oh, interessant. Alles klar. Hier, in der Liebe. Okay, in der Liebe sehe ich hier, dass der König der Schwerter eine Rolle spielen wird oder in Bezug auf Partnerschaften. Das könnte ein Luftzeichen sein, das muss es aber nicht. Also ein Wassermann auch oder eine Waage oder ein Zwilling. Das muss es aber nicht sein, das kann es gut sein. Was es auch sein kann, ist jemand, der dir irgendwie ähnlich ist, von deinem Temperament her oder von deiner Art her. Ich kriege hier eher was Distanziertes rein. Also es könnte auch sein, dass irgendwie mit deinem Partner, vielleicht ist es etwas distanziert in einer Hinsicht, wenn du einen Partner hast, das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn ihr beide eher kühlere Typen seid, dann sehe ich euch beide in dieser Richtung hier, ja. Also ich sehe euch beide irgendwie gleichgestellt. Viel sehe ich auch über den Intellekt, also viele Gespräche, die wichtig sind. Irgendwas auszusprechen, mit dem Partner über etwas zu kommunizieren, nehme ich hier wahr. Und über etwas nachzudenken, innerhalb der Partnerschaft über etwas nachdenken. Aber ich sehe hier für euch, gerade für die Singles, sehe ich hier, dass jemand an eure Seite kommt. Und das ist der König der Schwerter. Ja? Also höchstwahrscheinlich ein Luftzeichen, mit dem ihr hier zusammenkommt. Und ich kriege es rein, irgendwie sind die Gespräche wichtig oder interessant. Oder eure Art zu denken, also das wird euch verbinden. Euch wird das Intellektuelle verbinden. Das ist die Verbindung zwischen euch. Das, worüber ihr redet, eure Gespräche, eure Gedanken, sich auszutauschen. Das könnte etwas sein, was dir extrem wichtig ist, dass das eben funktioniert in einer Partnerschaft. Und das nehme ich hier bei euch wahr. Ja, also dass das hier sehr vorrangig sein wird, sich über Dinge zu unterhalten, ähnliche Ansichten, die man hat, die man austauscht, sowas in diese Richtung. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch über die Orakelkarten rausbekommen. Liebe, schaut mal da, wir haben hier die Liebe, also ja, auf jeden Fall, hier ist die Liebe zu sehen, meine lieben Wassermänner, hier ist Liebe zu sehen mit deinem Partner. Sehr schön, also wunderbare Nachricht für die Singles. Hier kommt die Liebe rein mit dem König der Schwerter. Dann wollen wir doch mal weiterschauen, was wir hier noch haben für die Wassermänner. Inner Child, ja, ich habe vorhin schon solche Infos reinbekommen. Inneres Kind spielt hier eine Rolle, dass hier irgendwie so bestimmte Themen eine Rolle spielen könnten. Die habe ich hier so reinbekommen. Irgendwie was so ein Mangeldenken oder irgendwas, was mit Verlust zu tun hat. Du könntest dich dieses Jahr extrem stark mit deinem inneren Kind auseinandersetzen. Da sehr viel lernen, reflektieren. Vielleicht ist das auch so inneres Kindarbeit, Familienaufstellung bekomme ich jetzt rein. Etwas, woran du Freude hast oder was du in diesem Jahr ausprobierst, was du vielleicht selber für andere anbietest, ja, womit du anderen helfen möchtest. Und Kinder spielen in diesem Jahr eine Rolle. Ich habe nicht umsonst hier diese Infos reinbekommen mit Schwangerschaft. Also einige könnten hier damit konfrontiert werden oder jemand aus dem engsten Kreis, aus dem engsten Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, Familienkreis könnte hier ein Kind bekommen. Also es ist jemand, der dir irgendwie eng zu dir ist. Ja, jemand, der mit dem du irgendwie eng verbunden bist und da geht es um Kinder. Oder du bekommst ein Kind. Okay, dann schauen wir mal weiter. Oder Enkelkinder, ja, das kann auch sein, Enkelkinder. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier noch haben für die Wassermänner.
Langlebigkeit, lang lebe so und so. Okay, jemand, der lange lebt, jemand, der sehr lange lebt. Langlebigkeit. Langlebigkeit habe ich auch hier mit den Freundschaften, Freundeskreis, die Gruppe, in der du dich bewegst. Also jemand, der schon lange da ist oder den du schon lange kennst. Und jemand taucht dann vielleicht wieder auf. Also vor allem, meine lieben Wassermänner, wir werden im Sommer, wird die Venus rückläufig im Zeichen Löwe. Ich werde darüber noch sprechen in der astrologischen Vorschau für das Jahr 2023 und da nochmal sagen, was da so auf uns zukommt. Aber da könnten eben alte Kontakte aufkommen, alte Freundschaften, eine alte Liebe, was auch immer. Langlebigkeit, ja, also dieses Stabilität, etwas, was lange lebt, das bekomme ich hier rein, ist irgendwie wichtig. Es könnte auch sein, dass jemand sehr alt wird in diesem Jahr. Ja, also jemand aus dem Familienkreis, Verwandtenkreis oder jemand, der dir sehr eng ist, kann sehr alt werden in diesem Jahr. Das bekomme ich jetzt gerade noch rein. Okay, das ist eine sehr interessante Message. Vielleicht ein sehr besonderer Geburtstag oder ein sehr fortgeschrittenes Alter. Ja, das bekomme ich hier rein. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Diese hier wollte ich noch nehmen. Was haben wir hier noch für die Wassermänner? Okay, hier haben wir die Authentizität. Ja, es wird sehr viel darum gehen, dass du authentisch bist. Also, dass du wahrhaftig bist, dass du dich so zeigst, wie du bist. Und dass du dich hier nicht verkleidest, verstellst oder sonst was, sondern dass du mit dir im Reinen bist. Okay, das ist eine sehr, 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 sehr spezielle Nachricht. Das ist wirklich nur für einen kleinen Teil, aber ich habe hier das mit der Haut. Ich meine, diese Karte ist schon öfter gefallen in Legungen, aber diese Info habe ich noch nie bekommen. Deswegen ist sie hier für die ein oder andere Person wichtig. Etwas könnte mit deiner Haut sein. Wenn du irgendwie Hautprobleme hast, auf irgendeine Art und Weise, da könntest du dich damit beschäftigen in diesem Jahr oder es könnte darum gehen, dass sich da etwas verändert, ne, vielleicht verbessert. Etwas mit deiner Haut könnte hier sein. Also wenn du da ein Thema hast, kriege ich das hier rein, dass sich da was verbessert oder dass du da irgendwas verbessern willst in diesem Jahr. Irgendwas mit deiner Haut. Okay, sehr spezielle Nachricht, aber ich bringe sie raus. So, dann wollen wir mal schauen, welches Krafttier dich hier begleitet in diesem Jahr. Welches Krafttier begleitet dich? Die Kuh, oh wie schön. Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Also etwas wird dich wirklich wundern in diesem Jahr. Es wird ein Wunder geschehen in diesem Jahr, womit du überhaupt nicht rechnest. Und irgendwas, was ich vorhin gesagt habe, könnte ein Hinweis darauf sein. Also du rechnest gar nicht damit. Du denkst, ach, was für ein Quatsch oder so. Und dann auf einmal passiert das. Also Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Du wirst dich wundern, was in diesem Jahr so passieren wird. Das wird eine Überraschung sein. Da wirst du dich wundern. Okay, welche Göttin begleitet dich denn in diesem Jahr? Die Wahrheit. Ja, genau das auch mit der Authentizität. Jetzt habe ich mich hier, meine Zunge hat ein Salto gemacht, mit der Authentizität. Das ist ja auch ein schwieriges Wort, ne? Ja, wahrhaftig sein, ehrlich sein, ja, die Wahrheit bekomme ich hier rein. Das ist super, super wichtig hier, ne? Also Ehrlichkeit wird wichtig sein, kriege ich auch hier in Partnerschaften rein, etwas ehrlich anzusprechen, ehrlich zu sich selbst zu sein, man selbst sein. Dinge offen kommunizieren. Hier sehe ich das auch, ne? Also du wirst sehr viel im kommunikativen Bereich machen oder Kommunikation wird besonders ausgeprägt sein. Ich glaube auch, dass du Kommunikationstechniken lernen könntest. Etwas, zum Beispiel etwas Psychologisches in diesem Bereich. Also irgendwas, was mit Wahrheit zu tun hat oder etwas aufdecken, was vielleicht verborgen ist und das irgendwie ehrlich nach außen bringen. Das ist eine Info, die ich gerade reinbekomme. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das war eure Jahreslegung. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Ich empfehle euch die astrologische Jahresprognose. Schaut mal unter diesem Video auf meiner Homepage, findet ihr alles dazu, was ihr braucht. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar.
Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne was spenden. Auch dazu die Infos sind unter dem Video. Und ich sag euch allen, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2023, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Und ich wünsche euch viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.